Zeit ohne Ende da. Ach nee, das ist nicht mehr. Und das ist absolut sinnlos. Ha. Ja, absolut sinnlos. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Genau, Play. Wir sind absolut sinnlos. Pokémon Dusk. Wir hängen immer noch bei Bianca fest und starten jetzt einen letzten Versuch in der Aufnahme. Ansonsten schneide ich den Kampf einfach raus, weil der dann doch zu Philipp wird. Okay, wir hängen bei Bianca fest. Das erinnert mich an meine Kindheit, wo ich Gold gespielt habe. Ich habe Silber gespielt und das erinnert mich auch daran. Aber ich hänge auch manchmal in Bianca Gold fest. Gold und Kristall und Nein, du hängst bestimmt nicht in Bianca fest. Doch. Ach ja, hast du eine Bianca-Puppe zu Hause? Nee. Doch, hat er. Nee, was viel Besseres. Du kannst dich in Pokémon-Spiele reinbeamen. Ja, möglich. Bene versucht immer noch in den Karten. Ich hab nicht umsonst 108 gehabt. Von der Dingskarte immer noch. Ach, egal. Das ist einer meiner Fähigkeiten. Von Spiele. Aus allen Pokémon wirklich. C-Dings. Da, wo das Spiel drauf ist. Edition! Edition! Dings, was du hinten reinsteckst! Ja. Weißt du? Ja. Immer wenn einer von denen. Ach ja, wie war das? Ach ja, Walzer ist gut. Ja, Walzer ist die schlimmste Attacke im Spiel. Mann. Okay, das ist aber ich weiß noch nicht, was auch kommt. Bleib jetzt einfach auf der Stelle stehen. Aber ich glaube nicht, dass es so aufs Spiel noch in die Fernsehen geht. Doch, bestimmt. Dann bist du viel einsteckend. Mann, ja, nee, der ist ja schon Zombie. Ja, trotzdem gegen ihn antreten. Ja, ich glaube, so wird das auch nichts, Dena. Ja, aber ich habe ihn schon mal viel abgezogen. Naja, ist aber wert. Zweimal, dreimal triffst du ihn immer, da musst du abhauen. Oh Gott, ein viertes Mal wäre gegangen. Eins, zwei, drei. Ja, sicher. Ja. Guck mal, jetzt ist es. Ja, jetzt ist es so original verfickt stehen geblieben. Zwei, drei. Nein! Komm schon! Nein! Ich habe Angst! Ich bin ein Mist! Nein! Ehrlich! Komm, ein Versuch noch! Ja, komm, das war jetzt. Sag mir doch rein, das können wir jetzt schaffen. Oder du viel mehr. Ich habe nämlich keinen Bock, mich da reinzuarbeiten. Das dauert dann erst nochmal 5 Versuche, bis ich so weit komme wie du. Ja, guck mal, das war jetzt schon echt richtig gut. Ja, einfach penetrant stehen bleiben so am Anfang. Man hat ja noch Fett. Weißt du, was jetzt, weißt, was da ja richtig penetrant wäre, wenn wir danach Penisse? Auch ganz viele Zuschauer oh Gott, Bene. Penis, die Penis. Oder wenn Bianca mit uns. Nein. Was? Wie gesagt, wie? 108 geheime Fähigkeiten. Alter. Ich kann's. Oder 108. Wenn Bianca mit Igraba. Oder wenn Bianca mit Harold. Meinst du mit Brando? Harold steht da nicht drauf. Aber ey, ich bin Igraba. Ich muss immer Igraba. Stimmt, er steht auf Igraba. Ich sag gar nicht Brando. Verdammt, okay. Das ergibt dann ich wette, Igraba ist weiblich oder ist deswegen Brando? Mhm. Aber ich spreche ihn männlich, Colin. Deswegen kann er nicht weiblich sein. Nee, weiblich würde es auch Brenda heißen. Brenda. Vulpix ist weiblich. Ah, oh, ist weiblich, O ist männlich. Haben wir in Spanisch gelernt. Nein. Ein bisschen. La Radio. Allgemein aber. La Radio. Die Radio. Scheiße. Die Radio. Auf Deutsch übersetzt. Was? Die Radio hätte die Antwort gewusst. Die Radio. Fuck yeah. Mach, dass du hier rauskommst, Mülltank. Wo hast du den Pokéball hergeholt? Na, wohl. Zwischen ihren beiden. Fingerlegen. Arschbacken. Zwischen den beiden. Warte, dann fangen wir auch schon damit an. Also die Arschbacken. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Nee. Rettet es mich wieder. Ja. Mein Glücksbonus ist irgendwie weg. Ja, jetzt lass dich auch mal angreifen. Oh, ernsthaft? Nö, bist du dann wie das Titten nuckeln. Dreimal sehen und dann hau ab. Ja, es ist besser so. Dass dann nicht so verpickt stehen bleiben würde. Es ist ja nicht so, dass es auch immer brav angelaufen kommt. Nein, es bleibt ja manchmal einfach stehen oder geht nach hinten. Das weiß ja ganz genau, was ich mache. Ja. Ja, schon wieder. Ja, genau. Nee, gib mir nicht auf, ich will so sterben lieber. Alles klar, dann unterbreche ich hier erstmal die Aufnahme eben. Ich muss mal eben ganz kurz hier ran, ich weiß nicht. Bene. Diese Stress. Ja, ich weiß, der Stress. So, ich muss kurz gucken, wie ich pausieren kann. Pause, gibt's dafür auch einen Abkey. Genau. Und jetzt mittags wieder aufgestanden, du bist tot. Ja. So, wir sind endlich. Wir sind endlich durch. Direkt der nächste Versuch. Sie nicht, Miltank. Miltank, zurück! So, Beam. Okay, jetzt töten wir sie. Es kommt noch ein Miltank. Nee, Pipi.
Ach ja. Explosion. Punkt, Punkt, Punkt. Da habt ihr aber Glück gehabt. Genau, Glück. Bianca steckt hinter der Seuche. Tschüss. Heftig, ey. Und haut einfach ab, ja? Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben. Punkt, Punkt. Lasst uns jetzt schnell zurückgehen. Und speichern. Nee, wir gehen erstmal zurück. Oh, okay. Dann lasse ich erstmal gleich von Schwester Joy verarzten. Ja, ja, das haben wir jetzt verdient. Ein bisschen, ne? Das haben wir sowas von verdient. Oh, oh, oh. Dave war... Und da kann man nichts machen. Die Elektronik wurde so stark geschädigt. Okay, wieder anders. Fragezeichen war da. Das war der Letzte. Diese Arenaleiterin Bianca, die ist völlig durchgeknallt. Beam. Boah, Harold, ey, was geht ab? Eason konnte seine Palette... Konnte sie vertreiben. Konnte sie vertreiben. Beam. Aber das nützt uns jetzt auch nichts mehr. Und wir können jetzt nur versuchen, irgendwo elektronische Bauteile zu finden. Oh, nee, das ist mir nicht. Wieder zu reparieren. Aber er braucht wieder seine Bauteile. Wann schlüpft endlich das Ei? Ich stehe. Hey, Harold. Was war denn? Was mit deinem Arm passiert? Nix. Mein Arm? Den habe ich mir tief im Punkt, Punkt, Punkt. Das sieht aus. Ist das etwa eine Plus-Wunde? Komm direkt zwischen die Augen. Bam! Sag schon! Eason, Punkt, Punkt, Punkt. Ich sag dazu nichts, ich hätte mich daraus. Er hat mich am Oberarm erwischt, aber ich fühle mich gut, wirklich. Alles super. Vielleicht bin ich ja... Ja, vielleicht, Harold, vielleicht. Aber du schlägst. Nein, das ist mal. Voll verkackt, die verkackt das so. Du schwitzt. Sie hatte gerade so ein bisschen der Frosch im Hals. Hat dir noch am Torschein. Jetzt hat sie wieder drei. Harold zu sein. Ich. Das ist Harold zwar. Harold hat gerade. Die taucht an der Wunde. Genau, dir geht's gut, Harold. Also, wer glaubt, Stimmbruch? Ich bin okay, glaub mir. Und Headshot. Harold, du weißt, dass wir das Risiko nicht eingehen, hier infiziert in unserem Schutzraum zu haben. Ja, aber ich muss ich. Ja, ich muss ja infiziert sein, ne? Vielleicht ist das ja nur bei manchen so. Harold, fuck. Das glaubst du auch wohl selbst nicht. Tut mir leid, Harold, aber wir können keine Ausnahme machen. Jetzt dreht Harold durch. Was heißt Genausnahme? Boah, Gottes Willen. Mach, dass du hier rauskommst. Ich wollte mich. Ihr wollt mich tatsächlich umbringen? Was sollen wir denn sonst tun? Ihr Schweine! Oh mein Gott. Ja. Guck mal, der Specki kann laufen. Even Emetal. Ja, wer hat eigentlich Walzer eingesetzt? Scheiße. Jo, das ist er ja schon. Harold, bleib stehen, sofort. Wofür? Damit ihr mich einfach töten könnt? Ja klar, warum denn nicht? Fickt euch hier euer Ende! Ja, die Abtrete, bitte. Das und Lust, dass sie wieder lebendig aus. Kommt doch beide mal runter. Es gibt doch bestimmt eine Lösung. Harold, du machst einfach Selbstmord. Dann muss Dave dich nicht umbringen. Du bist zufrieden. Und Dave auch, also. Es gibt nur eine einzige Lösung. Ihn töten, bevor er zur Gefahr wird. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Ich bin ein Mensch und keine Gefahr. Oh, er war schon vorher eine Gefahr. Ja, aber für wen da eine Gefahr? Tja, noch bist du keine Gefahr. Schon betont. Aber wenn du erstmal mutiert bist, dann schon. Bullshit. Hier geht es nur um die Sicherheit von uns allen. Ich hab euch doch gesagt, ich fühle mich gut verdammt! Oh, total. Bestimmt habe ich mich nicht infiziert. Nicht. Das sieht für mich anders aus. Ich sehe doch in deinen Augen, dass es dir nicht gut geht. Das sind die Drogen. Das war, weil ich mit Eason nur unterwegs war. Ja, die Bewegung tut dir nicht gut, was? Ich habe mich in die verliebt. Na klar. Na klar, daran wird sicher liegen. Wem versuchst du hier was vorzumachen? Dave hat recht. Du siehst echt scheiße aus, Mann. Das sieht man dir an, genau. Aber Dave, Harold hat uns ziemlich oft geholfen. Ihn einfach zu töten wäre echt gut. Er hat es verdient, seinen Tod nicht zu wählen. Er hat es verdient zu sterben. Das ist ja gut gemeint von dir, aber das Risiko ist einfach zu hoch.
Stell dir mal vor, er mutiert nachher und lautet uns allen auf. Wir könnten alle verrecken, nur weil wir ihn dann am Leben gelassen haben. Man könnte ihn auch anketten und fesseln und als Haustier zum mir haben. Even, töte ihn, damit er uns nicht in Gefahr bringt. Los, Igelaba. Isen, bitte. Boah, jetzt so mit Entscheidung etwa. Lass mich gehen. Okay. Ich will einfach nur für mich allein sein. Bitte, lass mich in Ruhe. Soll ich oder soll ich nicht? Harold töten, Harold töten. Man kann sich da wirklich entscheiden. Oh, ich habe ihn töten lassen. Harold, es tut mir leid. Dave hat recht. So ganz gechillt. Es ist zu unser aller Wohl, bitte, Junge. Brando-Attacke. Brando los! Nein! Flatsch! Yeah! Das eine Runde mit dem immer noch auf dem Bild? Yeah. So. Und jetzt? Und jetzt ist er über ihn rüberlaufen. Krokodilstränen. Ach, verdammt. Und gleich erstmal T-Bangen. Oh Gott. Juhu, geil! Das Richtige, mein Junge. Das Richtige. Brando kackt erstmal noch auf ihn. Gut gemacht, Brando. Laufen setzen, ey. Erstmal markieren. Komm, wir gehen am besten wieder rein. Ja, Martha muss auch bleiben. Ist ja am besten. Ist er endlich tot? Dann muss er nicht mehr heulen. Gut, ich komm schon. Ne, da sind Freunde drin. Also. Erstmal Schwester Joy und dann abschalten. Oh yeah. Da ist er schon voll. Das kann natürlich auch sein, aber zweifle ich. Gucken wir mal. Guck mal. Nö, sieht ziemlich am Arsch aus. Ey, geil, die Animation ist auch witzig. So. Es ist verwirrt. Hallo, ich habe noch genug Waren, um zu heilen. Möchtest du, dass ich deine Glaube heile? Dein Igelava heile. Gut, ich werde deine Glaube behandeln. Ich kann einfach nicht anders, das ist so. Ja, aber so doch nicht. Das ist etwas. Was meinst du, warum es da schwarz wird, Bene? Nicht deswegen. Bene speichern. Bene speichern. Speichern, Bene. Ja, das war Martha. Wie kannst du. Achso, Mülleimer. Ja. Ich bin schon wieder schuld. Die alte kann sich doch nicht bewegen. Die alte ist voll unschuldig. Die ist voll mächtig. Die immer ist noch speichern, Gegner. Bene. Immer noch. Sicher. Diesmal in Datei 1. Komm. Ja, nimm Datei 1 am Hockey. Die Datei ist voll mächtig. Und der 1 ist zu Harold. Teil 2. Harold ist tot. Den hier, hier. Money of Dave. Glaub mir, Ethan. Besser, dass wir Harold getötet haben, als dass er uns alle tötet. Ich hänge nämlich an meinem Leben. Wir räumen seine Leiche nachher weg. Und das Tote und du bist da gleich mit. Und sie können zusammen Spaß haben. Wie auch immer. Harold war ein wichtiges Mitglied. Sein handwerkliches Geschick war für uns sehr wichtig. Und jetzt stehen wir vor dem Nichts. Was nun, Ethan? Was nun? Nein, so. Ich kann dir sofort sagen, ich weiß nicht mehr. Komm schon, Dave. Es könnte schlimmer sein. Er könnte auch noch am Leben sein. Aber es könnte auch besser sein. Er könnte zerstückelt sein oder so. Die Infizierten draußen werden immer mehr und mehr, so scheint es. Unsere Vorräte reichen zwar noch, aber für wie lange? Durch den Zuwachs hat sich unser Verbrauch erhöht. Jetzt müssen wir Lebensmittel holen. Und das, obwohl Harold nicht mehr da ist. Ey, es waren doch bestimmt 90%. Ja. Ja, okay. Was ist, wenn wir noch mehrere Wochen oder Monate hier verweilen müssen? Tja. Ich meine. Was, wenn er irgendwann zu viele Infizierte draußen gibt? Was, wenn er irgendwann? Genau, ich meine er. Und wir uns keinen Schritt mehr heraustrauen können. Naja, ist sie doch neu eingeübt. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Gar keine. Weder durch den Steineichenwald noch durch die Route 35. Okay, alles klar. Spiel zu Ende. Tschü, was geht ab? Es waren echt viele. Ah ne, das ist oberhalb, da können wir sowieso nicht hin. Was passiert jetzt? Die Route 35 ist überflutet von Infizierten. Sich dorthin zu wagen, wäre reiner Selbstmord. Könnte man ja sogar vielleicht alle platt machen. Na, wenn irgendwie. Das gleiche Spiel wie im. Steineichenwald! Aber vielleicht können wir irgendwann so eine fettere Attacke, so Feuersturm oder so, und dann gleich so alles wegrunden vor uns. Also, was sollen wir tun? Ja. Verhungern? Wieso nicht? Oh,
oder doch lieber irgendwas anderes machen. Ich stelle mir beides verdammt schlimm vor. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ich auch nicht. Aber wir dürfen kein Risiko eingehen. Ethan, das Kaufhaus sollte noch mit allerlei Vorräten befüllt sein, die wir uns nehmen können. Glaub mir, ich will hier nicht verhungern. Und erst recht nicht daran denken, andere Menschen zu essen. Martha ist ziemlich knochig wahrscheinlich. Verstehst du? Aber immerhin haben wir ein Ei, das könnten wir braten. Verstehe. Kann ich nachvollziehen. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte auch nicht Martha essen. Das ist bestimmt ganz zäh. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will auch noch essen und Scheiß. Und wieder. Ich schätze schon. Versteh mich nicht falsch. Wir essen dich jetzt. Als du und Harold im Untergrund wart, war ich schon kurz im Kaufhaus drin. Ah, und warum hast du nichts mitgenommen? Naja, zumindest das Erdgeschoss konnte ich betreten. Aber die oberen Stockwerke? Keine Chance. Ein Sicherheitsschloss hat beim Stromausfall die Tür verriegelt. Aber im Keller, das Kaufhaus hat einen eigenen Generator. Geil. Aber ich habe keine verdammte Waffe, um mich zu verteidigen. Ethan, es tut mir so leid. Also soll ich da runtergehen und den Generator einschalten und die Vorräte sammeln? So sieht's aus. Oh ne, Colin. Ey, du Rassist. Keiner außer du und dein Gelaber sind dafür gewachsen. Oh, jetzt glaube ich, kann in die Rolle hier. So. Verstehst du? Unser aller Leben hängt daran. Echo. Er hat gerade so ein gutes und schlechtes Gewissen. Beide sprechen gleichzeitig. Ich will hier nicht mehr rotten. Niemals. Das will keiner. Yeah, wie gerade abgeht. Meinst du, im Kaufhaus sind viele Infizierte? Ich habe keine verdammte Ahnung. Punkt. Mittlerweile höre ich Stöhnen. Die stöhnen immer und überall. Eric, der stöhnt immer und überall. Von Bianca. Von wem wohl? Ja, von den Zombies. Von Harold. Von Martha. Ich meine, ist er. Es ist furchtbar. Also, würdest du uns die Vorräte holen? Fragezeichen. Ich schätze wohl, es muss sein. Vielen Dank. Das bedeutet allen und besonders mir sehr viel, dass du diese Last auf dich nimmst. Dabei lassen wir es doch auch was, weil es zu groß war. Das Kaufhaus! Oh ja, wir sind schon offen. Geh einfach in den Keller und stell den Generator wieder an. Danach solltest du die oberen Stockwerke betreten können. Er ist Bauchredner geworden, er kann beides gleichzeitig. Mach auch mal mit Schwester Joy, eventuell kriegen wir von der irgendwie auch noch Auftrag, dass wir das Pokémon-Center von Mutter machen. Ich will wissen, was Martha zu sagen hat, sie ist wichtig. Hallo ihr zwei, dem Ei geht es gut. Ich gehe jetzt einen auf den Sack. Bewegt sich manchmal. Der wird sicher bald etwas schlimm. Ja, es dauert noch eine Zeit, ne? Man hört noch keine Geräusche. Oh. Hey. Was mit dem Italiener? Martha kümmert sich gut um das Ei. Ja. Ich frage mich, was der Pokémon ist. Ja, der Italiener. Der Italiener, vielleicht hat der noch irgendwas. Der Italiener, erstmal Vulpix, bevor der Italiener kommt. Ja, das ist gerade final. Vulpix! Richtig gut, dann. Oh, Bene. Ja, mein Gott, Stress kann alles. Wer ist das? Wir könnten uns leider auf keine Hilfe verlassen. Ja, ich erinnere mich. Wir müssen selbst handeln. Alles klar. Komm noch einmal hier. Du kannst lösen. Was will auf die Aufrüstung? Okay, der muss nochmal ran. Voll Angst vor ihm. Okay, von hinten. Na, verdammt, okay, er will Zeit. Klaus? Klaus? Er sagt erstmal nichts. Der typische italienische Name Klaus. Punkte! Oh, so viele Punkte! Okay, ich gehe schon, mein Gott! Schwester Joy! Verdammt! Was denn jetzt? Schwester Joy! Die Leiche ist weg von Harold. Ach, ich Scheiße, er hat überlebt, ich wusste es und jetzt will er uns heilen! Und er hat einen Durst damit geschleppt, oh! Ja, irgendwie nicht. Die Gelaber heile! Kein Problem! Komm wieder mal, ich will wieder auf das Brust! Wow. So, abspeichern, nicht Option, abspeichern. Wow. So, und das machst du sehr toll, Bene. Jetzt haben wir abgespeichert, jetzt beende ich an dieser Stelle die Folge. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.